Ungefähr können wir, dann müssen wir die noch ein bisschen den drehen und dann passt es. Jo. Oh, ihr seid ja auch schon wieder da. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder ein lustiges Video von mir angucken wollt. In diesem Teil geht es nicht um meine Sportsmen. Ich will jetzt mal schnell bei euch mal was anderes zeigen. Und ich sage auch schon mal so viel, ich darf endlich mal was für KenM machen. Hm? Aber was genau? Nach dem Intro. Wie gesagt, heute wieder die Rubrik Wir helfen anderen. Und ich habe jetzt eine Nachricht bekommen von einem Christian. Und am besten, ihr schaut es euch mal selber an und dann wisst ihr genau, um was es geht. Hm? Schauen wir mal. Hallo Thomas, hier ist der Christian. Ich habe Folgendes vor. Ich möchte meine KenM Renegade 75, Baujahr 2016, G2-Modell, schnorcheln. Dabei habe ich natürlich ein Problem und das ist dann der Adapter, den ich noch bräuchte. Unten vom Variokasten, der dann mit dem Winkelstück und dem Schlauch verlängert wird, hier oben in den Kasten rein. Viele Leute cutten natürlich hier oben das Rohr, wo hier dann dieses Sieb noch drauf ist. Was ich allerdings nicht machen möchte, ich möchte keine Originalteile zerschneiden. Und ja, da wollte ich dich mal fragen, ob du mir so ein Teil drucken könntest. Du hast ja bei YouTube auch die Kategorie, wir helfen anderen. Und ja, jetzt wäre es mal soweit. Ich bräuchte deine Hilfe. Du siehst, ist hier dieses Gummistück zwischen, was den Schlauch mit dem Variokasten verbindet. Dieses Stück bräuchte ich gedruckt, einseitig quasi oval, damit ich das draufkriege. Und die andere Seite ein runder Anschluss für einen 63er Winkel, dass ich dann mit meinem Schlauch hier hochgehen kann. Und das dann quasi dicht kriege. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn du das hinkriegen könntest, dieses Teil zu drucken mit deinem 3D-Drucker. Ist natürlich für KenM, ich weiß nicht, ob der das kann, aber es sollte ihm eigentlich scheißegal sein. Ja, Thomas, dann wollte ich sagen, schmeiß ich dir das Ding mal zu, wa? Dann auf geht's. Gut, dann mal gucken, was ich da machen kann. Also, er möchte ja jetzt hier so ein 63er Rohr. Hier wird irgendwie dran haben. Und der Drucker ist fertig. Dann gucken wir uns den mal an. Hm? Boah, ey. Ich habe ja nicht gewusst, dass mein 3D-Drucker auch den Winkel gleich drucken kann und die Schlauchstelle ranmachen kann. Respekt. Ich zeige euch mal eine Nahaufnahme. Wie gesagt, wir haben hier das Originalteil. Das ist das Originalteil und das ist der Teil, was ich jetzt konstruiert habe. Ja, und der Winkel sitzt dran und das passt alles. Gut, dann würde ich mal sagen, Christian, mach das Beste draus. Ich hoffe, dass es passt. Alter, sieht das geil aus. Boah, fix und fertig. Ja, dann schauen wir mal, wa? Das passt wie die Faust aufs Auge. Perfekt. Ja, wunderbar. Schön einkleben. Schlauchstelle drum. Hier oben mit dem Schlauch weiter. Alles schick. Super. Geiles Teil. Ich danke dir. Ja, Thomas, ich würde sagen, das hat super geklappt, wa? Passt wunderbar. Erste Teil, traumhaft. Wenn ich noch irgendwelche Probleme habe, dann werde ich mich wieder bei dir melden. Und wenn andere Leute irgendwas brauchen, auch für KenM, einfach mal den Thomas anschreiben. Ihr seht, wunderbar, ruckzuck, haus rein. Wisst ihr eigentlich, was geil wäre, wenn das wirklich alles so schnell gehen würde? Und es freut mich, dass es gepasst hat. Wenn nicht, muss ich nochmal nachbessern. Und ihr wisst ja, alle Teile, die ich konstruiere, sind bei Thingiverse kostenlos zum Download zur Verfügung. Also unten Videobeschreibung gucken, draufklicken, dann könnt ihr das Ding downloaden. Dann sucht ihr euch einen, der einen Drucker hat, einen 3D-Drucker. Drucktet euch mit weichen CPU aus, also mittel, medium bis weich. Schön langsam drucken, dass es auch ordentliche Qualität ist. Stützstruktur hoch aktivieren. Und dann habt ihr so ein Teil, womit ihr dann das nach da oben machen könnt. Gut, ich muss jetzt hier weitermachen. Also, das wird dann irgendwann nochmal kommen, das Video, wie ich hier weitermache. Ich habe da jetzt nämlich richtig was vor. Und vor allen Dingen halt bei Buggy Arzt sein Buggy so viel dazugelernt. Das muss ich natürlich hier
auch umsetzen. Wa? Also, seid gespannt auf die nächsten Videos. Ich hoffe, es wird irgendwann mal wärmer. Ja, vielen Dank, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Ist ein kurzes Video, ja, gebe ich zu. Aber eben, das hat mir Spaß gemacht und endlich mal was für KenM. Also, dann sag ich mal, bis zum nächsten Video, wa? Haut rein. Ja, ich habe Handschuhe an, weil ich muss jetzt kleben.